was ist denn jetzt los? Wow! Ach so. Start frei für die Expert-Mission 2013. Jede Woche aufs Neue und immer Experten günstig. Das Expertenangebot der Woche. Expert macht glücklich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Die Anleger der Hugo-Steinfeld-Straße und der Straße Altes Dorf in Westerweihe wollen sich nicht an den Kosten für den Ausbau der Ortsdurchfahrt beteiligen, da die Schäden auf der Fahrbahn und auf den Gehwegen durch den starken Lastwagenverkehr verursacht worden seien. Das machten sie am Donnerstagabend bei der Anliegerversammlung im Rathaus Uelzen deutlich, bei der ihnen das Vorhaben der Stadt Uelzen erläutert wurde. Viele weitere Details und Hintergründe morgen in der gedruckten AZ und natürlich auch im E-Paper. Nachdem ein Täterduo aus dem Raum Bevensen und Lüneburg laut Polizei mit einer gestohlenen Tankkarte einen Schaden von rund 20.000 Euro verursacht hat, sind nun beide Männer in Haft. Wie berichtet, war bereits heute gegen einen 27 Jahre alten Mann aus der Kurstadt Haftbefehl erlassen worden. Nun darf, so erklärt die Polizei, auch sein 28-jähriger Komplize aus Lüneburg Unterkunft und Vollpension in der Justizvollzugsanstalt genießen. Der Vorstand des Uelzener Stadtverbands der CDU will seinen Mitgliedern die Wahl lassen. Bei der Versammlung, voraussichtlich am 27. Januar, werden zwei Personen für die Wahl des CDU-Bürgermeisterkandidaten vorgestellt. Wie berichtet, stellen sich Carsten Jeckel und Henning Tietke für das Amt zur Verfügung. Selbst bei der Versammlung könnten sich noch weitere Interessenten melden, erklärt Stefan Hüdepohl, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion. Mehr morgen. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Über das Wochenende tut sich was beim Wetter, das sagt unser AZ-Wettermann Zaki. Mit eisigen Ostwinden nimmt der Winter nämlich seinen Anlauf. Die Höchstwerte liegen bei maximal nur noch 6 Grad. Nachts können die Werte beim Gefrierpunkt liegen. Das war AZ-TV für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch am Montag wieder. Hä? Was ist denn jetzt los? Wow! Ach so! Start frei für die Expert-Mission 2013! Jede Woche aufs Neue und immer Experten günstig! Das Expertenangebot der Woche! Expert macht glücklich!